Ihr habt mir jede Menge Mythen in die Kommentare geschrieben und ich habe mir 5 davon rausgesucht, die ich heute klären werde. Viel Spaß und let's go! Und damit ein Yo-Yo-Yo Pocket Army, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Anal. Wir spielen heute wieder Bra-Bra Brawl Stars Stars aka Prügelsterne. Und ja Leute, heute geht's mal um Mythen in Brawl Stars. Heißt Sachen, die nicht von Supercell bestätigt sind und vielleicht im Game drin sind, vielleicht aber auch nicht, wir werden sehen. Und ich würde sagen, wir fangen sofort mit dem ersten Mythos an. Wenn man jetzt auf Abonnieren drückt, zieht man in der nächsten Brawlbox einen legendären Brawler. Na, dann drücken wir doch mal auf Abonnieren, wir sind ja leider dazu gezwungen und... Bring that ass back like a boom, 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 boom. Ja, ihr habt's gesehen, wissenschaftlich bewiesen, dann würde ich aber sagen, Spaß. Wir kommen wirklich mal zum ersten Mythos. Auf Ems Handy kann man Poco sehen. I'm only here for the trophies. So, dann schauen wir doch mal. Ja, auch schön, ist aber nicht genau das, was wir sehen wollen. Und ja, wenn wir ganz genau hinschauen, da sehen wir ihn. Und damit wir das auch alle glauben, hier nochmal aus einer anderen Ansicht, finde ich auf jeden Fall extrem lustig, dass Supercell dort so ein Easter Egg eingebaut hat. Und machen wir weiter mit dem nächsten Mythos. Wenn Bo keine Munition mehr hat, ist sein Bogen trotzdem gespannt. Und wer auch gespannt ist, das bin ich und er schießt 1, 2, 3 und noch einmal. Und was sehen wir? Wir sehen einfach, dass der Bogen nicht gespannt ist, wenn er nicht schießen kann. Und wenn er schießen kann, dann sieht man halt, dass er schießen kann. Was laber ich eigentlich? Okay, weiter zum nächsten Mythos. Wenn ein Brawler wie zum Beispiel Jesse ihr Geschütz in einen Busch wirft, dann kann man dadurch Gegner sehen und hier ist die Feuerwehr am Start. Ich habe für euch keine Kosten und Mühen gescheut und bin dafür in eine Runde Solo-Schonung gegangen. Ja, sehr spektakulär auf jeden Fall. Natürlich brauchen wir zuerst unsere Ulti und wir sehen, die werfen das Turret in den Busch rein. Und Leute, man kann tatsächlich dadurch Gegner sehen. Beziehungsweise hat halt so ein Radius um sich herum und darin könnte man theoretisch Gegner sehen. Kann ich mir vor allem so in der Wirbelhöhlen-Map, die gab es aus irgendeinem Grund nicht im Testspielmodus, könnte ich mir auf jeden Fall dort auch sehr gut vorstellen. Ich bin dann nämlich noch in den Busch gegangen und siehe da, ist einfach so ein riesengroßes Feld, was ich dann wirklich abgedeckt habe. Und zum Beispiel auf der Wirbelhöhlen-Map könnte man dann theoretisch schon einen Bull aus 10 Meter Entfernung sehen. Ist vielleicht in der einen oder anderen Situation gar nicht so schlecht. Man kann mit Bibi durch Wände schießen. Klingt abstrakt, ist es auch. Und auch wenn man sieht, dass der Schuss durch die Wand geht, passiert halt trotzdem im Endeffekt das hier. Sehr aufregend auf jeden Fall. Wenn man das Ganze aber in der Trainingsfilm mit dem Bot macht und dann seine Ulti draufhaut, ihr glaubt es nicht, ich hab's auch nicht geglaubt, aber dann passiert halt tatsächlich das hier. Nee Leute, das ist kein Photoshop oder so, könnte ich auch gerne selber ausprobieren, aber aus irgendeinem Grund macht man halt wirklich mit der Bubble von Bibi durch die Wand Schaden, funktioniert nur beim großen Bot, was weiß ich, ist irgendein Fehler, probiert es auf jeden Fall aus, bringt euch nicht viel, aber ist trotzdem lustig und hilft mir auf jeden Fall hier wunderschön Clickbait zu betreiben. Wenn man in einem Match dreimal hintereinander verliert, dann spielt man automatisch gegen Bots. Dafür bin ich auf meinen Only Shelly Account gegangen. Ich weiß, ich wollte da eigentlich nicht mehr drauf gehen. Aber dahinter war es wert. Ich weiß zumindest aus Clash Royale, dass er mal unter 3000 Pokale liegt und dann dreimal hintereinander verloren hat. Dann spielt man automatisch gegen den Bot, damit man halt einfach nicht gedemütigt wird. War zumindest früher so. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist. Und da Brawl Stars ja auch von sowas hell ist, ist es vielleicht wahrscheinlich. Und deswegen habe ich mich erstmal dreimal umgebracht. Und dann bin ich aber in eine Runde reingegangen und es war gar nicht mal so leicht herauszufinden, ob das jetzt wirklich Bots sind oder nicht, weil die spielen halt irgendwie alle wie Bots. Aber Leute, dann der endgültige Beweis, es hat sich einer gedreht und ich glaube, kein Bot kann sich wirklich drehen. Heißt, es muss eigentlich zu 99% echter Spieler sein. Dann würde ich aber auch sagen, ein Like gleich ein Bot mehr auf der Welt. Dann würde ich mich wie immer über Like, Abo freuen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein und ciao! We'll be right back.